Wir hatten da einen Buchhalter, der bei unserem lokalen NGO-Partner angestellt war. Dinge, die wir befürchtet haben, sind eingetreten, was jetzt im Sinne von Timing, Reporting, Fertigstellung von bestimmten Zahlen und Abschlüssen, die wir befürchtet hatten. Und das andere, ich muss mich verlassen können, dass die Buchhaltung und die Zahlungsvorgänge und natürlich nach kolumbianischem Standard oder nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgt. Ich sage jetzt mal, die Ressourcen haben wir auch nicht, uns da in lokale Gesetzgebung einzuarbeiten. Die Buchhaltung hat sich deutlich entwickelt, der Zahlungsverkehr funktioniert gut. Aber der Vorteil ist natürlich, dass ich, wenn ich Rückfragen habe oder Änderungswünsche jetzt im Sinne von der Darstellung, dass ich das natürlich direkt mit jemandem machen kann, mit dem ich sehr einfach kommunizieren kann. Das ist natürlich für uns schon ein Riesenvorteil. Vorher haben wir natürlich, es lief zum Glück noch nicht so viel im Business, aber wir waren eher etwas im Blindflug unterwegs, weil ich über Monate auf meine Zahlen gewartet habe. Und die Aufstellungen, die da kamen, weit weg von dem waren, was ich als Standard erwarte. Das heißt, wenn man wieder bei mir irgendein Mitarbeiter hinsitzen muss, um zu versuchen, das dann aufzubereiten, ist es natürlich ein enormer Aufwand. Das ist für uns schon der Vorteil, zu sagen, ich bekomme was, das ich so verwenden kann. Ich glaube, den einen oder anderen Fehler, den dann der lokale Partner gemacht hat, also der letzte, mussten wir dann auch noch Strafe bezahlen, weil die Dinge nicht fristgerecht waren. Also ich habe immer gesagt, für mich ist entscheidend, ich möchte nicht am Flughafen in Medellin bei der Einreise irgendwann mal von irgendwelchen weniger netten Beamten mitgenommen werden, weil irgendwas passiert ist, das ich nicht mal weiß, dass wir es falsch gemacht haben. Also mit der Leistung sind wir absolut zufrieden. Aber jetzt, dass die Möglichkeit da gibt, dass man diese Anstellungsgeschichte, weil es ja da offensichtlich eine Regelung gibt, die wir auch nicht kannten, es sind ja auch so Dinge, die erfährt man ja erst im Wehren, denn dass da irgendwelche Visummodalitäten von Mitarbeitern an die Dauer der Existenz der Firma geknüpft sind. Also von dem her kann ich euch da wirklich weiterempfehlen, auch für andere Investoren.